So, das Geheimnis ist gelüftet. Das hier ist jetzt mein neuer Daily. Ein Alfa Romeo 159, 2,2 Liter, 186 PS. Ja, ich habe ihn günstig bekommen, weil er äußerlich ein paar Macken hat. Zum Beispiel, jetzt kannst du ein bisschen näher rankommen. Ja, der Wagen ist ein bisschen dreckig. Zum Beispiel hier hat er halt eben eine Delle. Hier ebenfalls hat er ein bisschen Feindkontakt gehabt. Was zum Beispiel auch den Preis ein bisschen nach unten getrieben hat, ist zum Beispiel, dass etwas fehlt, was eigentlich da sein sollte. Das ist aber auch schon unterwegs. Noch ein Grund, warum er so günstig war, ist das hier. Ich hoffe, dass wir den von innen ein bisschen rausdrücken können. Was ich schon mal gut finde, ist, dass hier an der Stelle schon mal kein Rost ist. Also ist das schon mal gut. Das sind jetzt quasi zu den Macken, warum der Wagen so günstig war. Das und die Kilometerlaufleistung. Ca. 255.000 Kilometer. Aber Ölwechsel vor einem halben Jahr und Steuerkette. Das ist schon mal gut. Wie man sieht, diesmal das Cognac-Leder und lustigerweise auch Vollausstattung. Was ich schon mal gut finde, ist, dass die Innenraumbeleuchtung schon mal auf LED umgebaut wurde, genauso wie die Scheinwerfer. Aber welche Birnen ich im Innenraum noch tauschen muss, sind die hier hinten. Wenn man sich jetzt einmal hier den Dachhimmel anguckt, die sind bläulich. Ich hätte eher Lust auf einen Alltagswagen und weniger auf eine Shisha-Bar. Was mir auch ein bisschen was einspart, ist, dass der Wagen auch schon einen Sportauspuff montiert hat. Klingt schon mal ganz geil, würde ich sagen. Was ich übrigens beim Linea schon vorhatte, was ich jetzt hier nicht mehr nötig habe, ist, dass er schon ein DIN-2-Radio hat. Dazu hat er auch schon eine Dashcam hier nach vorne, die ich hier oben montiert habe. Und, ob er das jetzt auch anschaltet, genau, und auch eine Rückfahrkamera. Und das ist schon echt ziemlich cool. Ja gut, jetzt piepst er, weil ich so nah an der Garage stehe. Wenn man bedenkt, dass ich noch nie einen Stufenheck hatte, sind diese kleinen Hilferlein schon Gold wert. Was ich definitiv auch als eines der ersten Sachen ändern werde, ist das Kennzeichen. OP OG, Overpowered Original Gangster 420. Nochmal kurz zu dieser Story, nochmal kurz anschneiden. Ich hatte 5 verschiedene Kennzeichen aufgeschrieben, da ich ganz genau wusste, okay, einer von denen wird schon frei sein. Und als allerletztes habe ich das hier als Gag aufgeschrieben. Wie das Pech so wollte, genau das ist es geworden, weil alle anderen entweder blockiert waren oder schon vergeben. Ich habe jetzt auch schon mit der Zulassungsstelle auch schon telefoniert. Das wird jetzt schnell geändert, weil ich glaube, damit wirst du sehr oft rausgezogen. Shorty, du fährst doch hoffentlich nicht wieder ohne Papiere. Klar habe ich Papiere. Wie soll ich denn sonst die Filter für die ganzen Joints rollen, die wir brauchen, um high zu werden? Was ich abmachen muss, sind zum Beispiel auch diese Fake-Aufkleber vom Kleeblatt. Weil erstens sind die Fake, zweitens so billig und es ist kein Quattro Formaggio. Quattro Formaggio, I think. Es ist ein Alfa Romeo, den brauche ich nicht so zu verbasteln wie meinen Fiat Punto. Ja, ich bin happy, deswegen wollte ich euch mal jetzt einen etwas genaueren Einblick zeigen, was jetzt das nächste Projekt sein wird. Danke. Holy shit! Is that a shitbox?